Hallo, bin Zecke Neuendorf und hier meine Traumelf. Obwohl, die ändert sich ja von Jahr zu Jahr, aber jetzt habe ich mal dieses Jahr mich für diese Mannschaft entschieden. Ich würde anfangen mit Marco Sehner im Tor. Marco Sehner, vielleicht für viele Berliner bekannt. Ich finde, er ist ein guter Torwart und er verdient es in eine Weltauswahl. Und deswegen ist er heute mal in meiner Weltauswahl. Kann aber nächste Woche wieder anders aussehen. Hinten links würde ich Malik Fatih nehmen. Aus alten Hertha-Zeiten. Dann Simonic, für mich der technisch stärkste Abwehrspieler, den ich je gesehen habe. Auch verdammt kopfballstark, aber leider nicht offensiv kopfballstark. Also mit seiner Größe hätte er locker 150 Kopfballtore machen können. Hat er nicht gemacht, ist halt so. Dann Jerome Boateng neben ihm, Berliner. Habe auch mit ihm noch zusammen gekickt und ich denke, dass er jetzt gerade bei der WM bärenstark war. Und wer über so viele Jahre in Top-Mannschaften immer gesetzt ist, der gehört auch in meine Top 11. Rechte Seite in der Viererkette würde ich Ralf Keidel nehmen. Ralf Keidel aus Ingolstadt-Zeiten. Jeder, der ihn einmal kennenlernen durfte, wird diesen Typen nie wieder vergessen. Ich durfte es und deswegen ist er auch bei mir im Team. Auf die 6 habe ich Alfredo Morales gepackt, weil ich ihn als begnadeten Fußballer sehe. Und hat jetzt am letzten Wochenende auch ein Kopfballtor gemacht gegen St. Pauli mit Ingolstadt. Kommt aber aus der Hertha-Schule, auch ein guter Junge. Auf die 8 habe ich dann Dejaga und Boateng gepackt. Kann ja sein, dass der eine oder andere mal Schnupfen hat und kann nicht kommen zum Spiel. Deswegen halt im Wechsel. Da würde ich mir entscheiden, wie sie im Training drauf sind, ob der eine oder andere guten Tag erwischt hat. Der andere bleibt dann so lange auf der Bank. Aber sind beides richtig gute Fußballer. Davor lese ich Zecke. Achso, da bin ich selber. Ja gut, okay. Nicht, weil es meine Traumelf ist, sondern ich denke, jeder Trainer hätte gerne hinter der Spitze einen Zecke, der so begnadet ist und so unglaublich gut Fußball spielen kann. Ich habe es euch nicht immer gezeigt, aber ich bin der Meinung, ich kann es. Links ist dann Enes Benatira. Er hatte letzte Saison etwas Probleme mit Verletzungen, hat aber immer wieder Gas gegeben, ist jetzt, glaube ich, topfit und ich hoffe, dass er dieses Jahr das allen zeigen kann. Rechte Seite Cristiano Ronaldo. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn überhaupt ins Team nehme, aber ich respektiere es. Ich habe gehört, dass Cristiano Ronaldo, obwohl er ein Superstar ist, dass er trotzdem bodenständig ist, dass er der Erste ist, der zum Training geht, der Letzte, der vom Training nach Hause fährt, dass er nicht von ungefähr diese Freistoßtore ab und an erzielt, sondern die trainiert er halt jeden Tag ohne Ende, dass er jeden Autogrammwunsch erfüllt, dass er für seine Fans immer denn da ist und er kommt, wenn man ihn so sieht, im Fernsehen anders rüber, aber das habe ich alles über ihn gehört und deswegen hat das verdient, auch in die Truppe zu kommen. Vorne in Sturm habe ich Lewandowski genommen. Ja, also ich glaube, zurzeit aktuell gibt es keinen stärkeren Stürmer. Er ist bullig, er ist kräftig, er ist kopfballstark. Er kann links und rechts, er kann Bälle ablegen, er kann Bälle halten. Also mir fällt jetzt nichts ein, was er nicht kann. Okay, die Sachen, die ich kann, kann er nicht, aber er ist ja auch Stürmer. Von daher, also das wäre so eine Mannschaft, mit der könnte ich, glaube ich, nicht nur um die deutsche Meisterschaft spielen, ich glaube, mit dieser Mannschaft würde ich auch die Champions League gewinnen. Besonders zu beachten ist natürlich der Zehner. Danke euch.